bereit? Machst du schon? Ja. Okay. Also ich bin Elfe und ich bin halt nachts davon aufgewacht, dass irgendwer in der Nähe eine Kettensäge angemacht hat. Und das ist erstmal, allein das Kettensägengeräusch ist ein Geräusch, was ich eigentlich nach dem Dannenröder Forst am liebsten nie wieder hören wollte. Aber das viel, viel schlimmer ist halt dieses Splittern danach, weil der Rest des Baumes dann von alleine fällt. Und ich habe ungefähr 50 Meter von hier geschlafen, beziehungsweise eben nicht geschlafen. Ist ein wunderschöner Baum. Also ist ungefähr so alt wie ich. Und ja, also die Menschen, die das gestern Nacht noch gemacht haben, also sie haben das Ganze beendet mit dem Ruf, fickt euch ihr scheiß Öko-Wichser. wahrscheinlich irgendwelche, also scheinen richtigen Hass auf uns zu haben. Ich wüsste echt gern warum. Ich merke total die Angst und merke aber auch eine totale krasse Entschlossenheit, weil ja, also das sollte der letzte Baum sein, der hier in der Umgebung gefallen ist. Das wird der letzte sein. Ich bin auch dafür, dass wir dem ganzen Ding, dem Baum hier einen Namen geben. Vielleicht haben da Menschen ja Ideen. Irgendwie mal drunter schreiben. Gott. Ja, das ist richtig hart. Und für mich ist aber auf jeden Fall klar, dass ich jetzt unbedingt noch in den Baum muss und die restlichen Bäume beschützen muss. Und dass wir auch noch mehr Menschen sein müssen, damit diese Bäume auch wirklich geschützt werden. Denn irgendwie, also während in Zeiten der Klimakatastrophe irgendwie Bäume für Schokolade und Gummibärchen abzuholzen, ist so absurd wie nur irgendwie was. Das ist kein Grund, um CO2-speichern die Lebewesen, die wir so dringend brauchen, einfach so auszulöschen. Ja, das ist das, was ich sagen wollte.